Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind gerade noch am Rumbauen an unserer Basis, wie man sieht. Wir müssen ja uns jetzt ein bisschen beeilen. Wir haben Tag 14 nämlich. Heute Abend kommt die Horde und ja, wie man sieht, sieht man noch herzlich wenig. Wir sind nämlich noch nicht mal ansatzweise fertig. Und ja, wir hoffen mal, dass wir noch irgendwie zurechtkommen. Wenn jetzt hier noch irgendwie eine Wanderhorde oder irgendwas anderes kommt, habe ich nämlich eigentlich schon verloren. Die darf nämlich nicht kommen. Sonst weiß ich nämlich nicht, wie ich das Ganze bewerkstelligen soll. Deswegen drückt mal die Daumen, dass keine Wanderhorde kommt. Oder sie zumindest nicht in mein Loch reinfällt. Weil wenn jetzt schon eine Wanderhorde reinfallen würde, wäre es das für mich. Definitiv. Weil dann komme ich nicht mehr dazu, noch irgendwas auszubauen. So. Des Weiteren müssen wir uns ganz dringend beeilen, Spitzen unten reinzumachen, damit ich die Wanderhorde, wenn da irgendwie was schief gehen sollte, ja, abhalten kann. Beziehungsweise auch die Betonklötze sind sehr, sehr wichtig. Dafür brauchen wir weiteren Beton. Wie sieht's da aus? Alles in Herstellung. 57, auch alles in der Herstellung. Damit 60 Beton komme ich halt nicht wirklich sonderlich weit. Das Ding hier kann schon mal weg. Das Eisen habe ich gebraucht für... Ah ja, die Eisenstützen. 20 Stück hiervon. Die können wir auch schon mal reinkloppen, damit wir schon mal ein bisschen was haben zumindest. Der Mittelturm steht auch noch nicht. Der müsste auch eigentlich noch komplett stehen. Sonst kann ich damit auch nichts anfangen. Wir machen es mal, komm hier. Gott, das wird niemals reichen, wenn heute Nacht die Horde kommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die dann machen soll. Meine alte Basis ist, müsste ich hinschauen, müsste sie reparieren, allen drum und dran. Die wird höchstwahrscheinlich nämlich nicht mehr die andere Horde überleben. Ich brauche viel, viel mehr von den Dingern. Leider, die Schmiede muss durchlaufen. Um jeden Preis. Wir brauchen die Spitzen, die kann ich in der Werkbank herstellen. Hier, Alteisenspitze. 6 Stück! Keine Ahnung, ich brauche noch 60, 70 von den Dingern. Genauso wie vom Beton. Und vom Stahlgerüst und so weiter und so fort. Sind danach zwar 78 Stahlgerüste in Arbeit, aber das wird nicht reichen. Müssen zumindest den unteren Bereich hier hinkriegen. Kann ich die Horde von mir aus hier unten machen? Das wäre auch machbar. Boah! 18 Pfeile, da haben wir auch ein bisschen arg wenig. Ey, diesmal sieht es echt schlecht aus. Diesmal sieht es echt nicht gut für mich aus. Hier könnte ich höchstens, ich glaube, ich werde das erstmal so lassen. Ich habe keine Zeit, hier noch einen Boden reinzuziehen. Wir haben Tag 14. Scheiße, ich habe übrigens gedacht, ich habe noch irgendwie einen Tag Zeit, aber die Horde kommt. Kann hier auch einen Durchgang reinmachen, aber das ist, ja, das können wir mal machen. Muss nicht sein, kann man machen. So, hier muss noch weggegraben werden. Hier haben wir noch weggegraben. Hier kriege ich auch wieder ein bisschen Metall raus, Gott sei Dank. Sind hier noch nicht mal mit der Außenarbeit fertig, noch mit der Innenarbeit fertig. Gut, ich habe jetzt noch einen kompletten Spieltag Zeit. Ich könnte höchstens die Zeit verlängern. Das wäre auch beschummelt. Das werde ich nicht tun. Ich werde jetzt nicht die Spielzeit irgendwie vom Server hochdrehen, sodass ich eigentlich, dass ich länger Zeit habe. Das machen wir nicht. Entweder es reicht oder es reicht nicht. Vielleicht so als kleine Info, während ich mich hier jetzt ein bisschen ja, durcharbeite. Mit Kratzer, es hinkt auch schon wieder. Die Alpha 17, es kam ein neues Video raus und zwar heute dafür sogar. Führt die Alpha 17 von den Funpimps selbst. Die haben angekündigt, ja, es wird wohl, ja, Juli momentan ist der Stand der Dinge bei denen. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das auch hinhaut. So, hießen die Dinger Betonblöcke? Ja, Beton war's. Und zwar die 50er Säulen brauchen wir 11 Stück, na ganz toll. Hier sind die 6 Spitzen fertig. Ich bräuchte weitaus mehr Beton, um die Dinger hier allein schon hinzukriegen. Die Stützen sind allerdings erstmal wichtiger. Die können auch hier nämlich hier reinfallen von mir aus. Das ist mir relativ bums. Okay, dann brauchen wir weiter Metall. Genau, Alpha 17 im Juli soll es wohl angeblich soweit sein. Ob das natürlich jetzt auch wirklich Juli ist, ist mal abzuwarten. Ich habe ja immer wieder mal Verzögerungen und die Alpha 17 ist wirklich eine Riesen-Alpha. Also die übertrifft die Alpha 16, wo ja schon relativ viel Neues war, nochmal um Meilen. Also es kommen neue Häuser, es kommen neue Zombies, es kommen neue Waffensysteme, es kommen Fahrzeuge, es kommen, was kommt noch, neue Häuser, neue Bäume, neue Straßen, neue Autos glaube ich noch nicht. Beziehungsweise ja, gut eins zum Fahren, aber grundsätzlich sind es noch die alten Automodelle. Da wird aber auch dran gearbeitet. Und halt ein komplett neues Waffensystem. Und ein neues Zombie-System wohl auch.
gerade was auch die Schläferzombies und so weiter wieder angeht. Also da wird noch einiges in nächster Zeit auf uns zukommen. Also ich bin wirklich mega gespannt auf die AFS17 und sie wird logischerweise, sobald sie irgendwie verfügbar ist, wieder auf meinem Kanal zu finden sein. Dann wird hier dementsprechend die Alpha 16.4, also dieses Videoreihe hier, wird abgebrochen an der Stelle. Wir sind ja mittlerweile schon relativ weit und dann geht's wirklich nur noch mit der 45, sehr schön, geht's dann mit der Alpha 17 weiter, sofort, die ich unbedingt auf meinen Kanal bringen möchte. So, hier haben wir die Betonsäulen, 9 Stück, Alteisenspitzen, 2, ganz toll. Wir brauchen mehr Metall. Wenn ich auf einer Seite Spitzen habe, wäre auch schon mal was. So, 7 Grad, das ist besser als vorher zumindest. So, wichtig ist jetzt nicht mehr großartig verbauen, was die Spitzen angeht. Komme ich da vorbei? Glaube nicht. Hier sind wir soweit durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Den Gang bauen wir auch schon mal zu. Und hier bauen wir eigentlich auch schon mal hin. War hier. Da kann ich nicht hinbauen. Hier muss ich noch durchrennen. Dann reichen die 4. Sehr schön. Okay, dann sind wir hier durch. Dann brauchen wir die hier. Dann brauche ich Beton so. Der Betonherstellung. Ich bräuchte einen zweiten oder einen dritten Betonmischer am besten eigentlich. Eigentlich bräuchte ich den dritten und vierten Betonmischer, um das so rechtzeitig hinzukriegen. Wo ist meine Nail Pistol? Die Spitzen lassen wir mal noch. So, dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Naja, so komme ich wirklich weit, ehrlich gesagt. So, so müssen die Gerüste sein, sodass die Zombies letztendlich nämlich direkt reinfallen. Problem ist, die müssten logischerweise halt verstärkt werden, denn die sind relativ schnell Kleinholz, wenn die dadurch pflügen. Ich brauche viel mehr von diesen Stahlgerüsten. Das ist das Problem, weil ich es tief gebaut habe, also tiefer diesmal gebaut habe als sonst und auch allgemein ein bisschen anders gebaut habe. Kleines Problem. Na, der ist heute aber langsam. Normalerweise baut die Dinger auch schneller auf, oder? Na los. So, ich würde hier oben auch gerne logischerweise eigentlich nur eine Betonschicht machen, dass die hier mir dementsprechend nichts weggraben können, einfach mal so. Oder hier wegsprengen können. Da mangelt es auch gerade noch. War schwer begeistert, dass momentan zumindest keine Wanderhorde kommt. So, und ein paar brauche ich noch. Vor allem hier. Halt. Komme ich jetzt nicht mehr lang. 3 und 3. Könnten reichen die? Wir brauchen Eisen. Wir brauchen mehr Spitzen. 520. Besser als nichts. Ein Geschenkengaul und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So, dann. Hier muss ich auch schon verstärken. So, dann haben wir hier. Da. Dann kann ich hier zumindest jetzt noch rauf und runter laufen, wie ich möchte. Ohne dass mir gleich irgendwie ein Bein brech, hoffe ich. Runterfallen darf ich nämlich auch nicht. Also wenn ich gerade ein bisschen weniger rede, ist das die Konzentrationsphase, weil ich will hier wirklich schnellstmöglich irgendwie was hingestellt haben. Sodass ich hier zumindest die Basis in irgendeiner Art und Weise verteidigen kann. Scheiße, wir brauchen den Mittelturm noch höher. Sonst rennen mir da auch die Zombies rein. Heißt nochmal 30 von den Stahlgerüsten auf jeden Fall. Um damit halbwegs zurechtzukommen. Massenweise Beton. So, hier können wir noch schön außen rumlaufen. Der Beton muss logischerweise halt auch noch irgendwie aushärten. Das ist auch noch ein Problem. Das Zeug muss natürlich auch noch hart werden. Mal hier und hier. Die unterste Reihe ist auf jeden Fall die wichtigste. Der Rest ist eigentlich, naja, muss nicht unbedingt sein. Da wäre jetzt wirklich hier der hier eigentlich noch wichtiger. Wie sieht es denn hier oben aus? Da müssen wir uns jetzt mal durchgraben. So, also die nächsten Folgen werden auf jeden Fall spannend. Zumindest die Hordenfolge wird extrem spannend werden. Ob ich es denn überhaupt überlebe, ob die mir die Bude komplett einrennen können oder nicht. Und ob ich mir den Spitzen und alles fertig werde. 8 Uhr haben wir jetzt. Ich brauche dringend noch Metall. Problem ist, keinerlei Metallader mehr im Moment da. Ich bräuchte hier auch dann Leitern. Ja, Leitern bräuchte ich auch. Wenn ich hier irgendwie rauf und runter möchte. Bei rauf und runter, das wird sowieso nicht realisierbar sein. Aber ich bräuchte die... Eigentlich nicht. Die Spitzen hier haben wir. Ich bräuchte noch Metall.
Hier haben wir nichts mehr. Ich brauche auf jeden Fall mal noch 15 davon. Den Rest können wir in Eisen reinsetzen. So, 100. Fahrrad 30. 3. Um Gottes Willen. So, 4. Das wird auch nicht reichen. 28 hier nochmal raus. Ne, in der Herstellung ist noch genug. Steine hätte ich noch genug. Metall sieht es momentan auch ein bisschen schlechter aus. Sand haben wir auch noch genug. Okay. Der Rest ist soweit in der Herstellung. Essen, Trinken geht gerade noch so. Ich muss allerdings auch schauen, dass ich über die Horde komme. Scheiße. Eine Wanderhorde darf mir hier nicht reinfliegen. Oh, ein Einzelner. Gott sei Dank. Pfeile. Pfeile und Munition bräuchte ich. Oh, jetzt verschieße ich auch noch welche. Pfeile und Munition müssen wir jetzt noch drum kümmern. Wir brauchen Federn. Es mangelt eigentlich momentan, mangelt es hauptsächlich an Metall. Wirklich. Hauptsächlich Metall ist das Problem im Moment noch. So, hier haben wir nochmal 4. Da fehlen jetzt nochmal 2. Pfeile. Wie sieht es mit Pfeilen aus, meine Freunde? Wir haben eine Armbrust hier. Die müsste ich eigentlich fast auch nochmal reparieren. Pfeile haben wir keine. Munition 8. Pfeilspitzen 17. 34 hiervon. Stahlspitzen haben wir auch noch ein paar. 103. Federn. Ja, bitte, ich habe keine. Ich hab Federn. Hallo, ich habe 10 Millionen Federn eingesammelt. 133 Federn. Eine Wanderhorde. So. Nicht da runterfallen. Alle mitkommen. Alle mitkommen. Alle mitkommen. Scheiße, ist sie riesig. Okay, Pfeile habe ich für die allerdings nicht. Das wird jetzt eine interessante Geschichte. Pfeile habe ich nicht. Holz habe ich nicht. Oh, Holz. Das ist mein Wald. Wir ziehen die mal so ein bisschen rum. Muss sie dann irgendwie loswerden. Ja, immerhin geht das mit der Axt relativ gut. So, Armbrustbolzen. 108. Sehr schön. So, die sind da hinten. Wir finden jetzt hier dementsprechend Bäume. Alles dürfen wir nur nicht in die Basis reinfallen, weil sonst machen wir die Basis kaputt. Dann kann ich gerade von vorne wieder anfangen. Also, das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren hätte können, wenn die da reingeflogen wären. So, wir brauchen Holz allein schon, um das Feuer wieder am Laufen zu halten. Und ich bräuchte dringend Metall. Für Eisenspitzen. Das Trap, wo ich hier neben dran stehe, wäre natürlich auch nicht sinnvoll. So, ich glaube, die sind schon wieder sogar despawned. Federn, auch wenn es nur 6 oder so sind, nehme ich auch noch mit. Jo, die Wanderhorde despawnen nämlich irgendwann. Wenn man dementsprechend weit genug weg ist und sie angezogen hat, despawnen die. War jetzt auch die einzige Möglichkeit, von denen wegzurennen. Ich kann hier das Metall raushauen. Ein bisschen zumindest. Kann ich probieren. Wie sieht es damit aus? 300. Gehen noch ein paar hin. 12 gehen nochmal hin. Zehn. 8. Besser als nichts. Besser als nichts. Und nicht wirklich viel. Kriegt bei Autos mehr raus, oder? Ich glaube, da kriege ich bei Autos kriege ich mehr raus. Holzpfeile würde ich ungern mittlerweile wieder. Also würde ich ungern nehmen. Ja, zwar auch letztendlich wäre es eine Möglichkeit. Ich hier raus 3, 4, kriege auch noch Benzin und Rohre raus und andere Teile, die ich verarbeiten kann. Zu Metall. Wir legen Autos auseinander. Wir legen Autos auseinander. 284 Pfeile. Also ich werde gut 200 Pfeile werde ich definitiv brauchen. Eher mehr. So, wir machen uns mal wieder auf den Rückweg.
Und meine Ausdauer ist sowieso schon wieder für den Arsch. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ah, Metall. Ah, Spitzen. Spitzen sind mir ausgegangen. Dafür brauche ich auch Metall. Allerdings eingeschmolzenes Metall. Gut, der eine Zombie, der ist relativ egal. Was ist denn? Sieht auch komisch aus. 11 Stück hiervon. Da reinziehen. So, dann sind wir hier zumindest schon mal da durch. Dann würde ich hier oben eigentlich gerne eine Reihe machen mit Beton. Denn mitten rein werden sie das Zeug nicht berühren. Mitten rein, ob es mit Beton ist oder nicht Beton ist, ist da relativ egal. Nur da nicht. So, und das hier muss ich eigentlich nur hoch genug gebaut bekommen, um da die Zombies, dass die nicht reinkommen. So, hier haben wir 200. Ich brauche noch ein paar von den Metallgittern. Hier. So. 116, sehr schön. Halt. Boah, jetzt habe ich es beinahe abgeschossen. So, da haben wir nochmal drei Spitzen. Okay. Die werden zerlegt. Die Mechanical Parts. 18 Stück drin, das lohnt sich nicht. Das sind sie mir zu wertvoll. Okay, die können raus. Das Wasser. Wieso habe ich 10 Millionen Mal Wasser dabei? Weil ich das trinken wollte, glaube ich sogar. Irgendwas war da. So, Federn habe ich noch 200 irgendwas. Es mangelt echt momentan an Metall. Es mangelt eigentlich im Moment nur noch an Metall. Hier muss ich mich jetzt noch durchbuddeln. Das gibt ein bisschen Metall raus wieder. Auch mehr Metall. Vor allem Metall zum Einschmelzen, damit ich Stahlgerüste draus bekomme. Boah, okay. Buddel mir jetzt noch einen zurecht. So, Ausdauer, bis die wieder weg ist letztendlich. Muss ja sowieso hier gemacht werden, damit ich von außen um die Zombies dann abschießen kann. Da ich den Turm momentan nicht habe, auf den ich normalerweise stelle und dann von oben nach unten schieße, kann ich die nur von hier erschießen. Geht auch, geht's allerdings nicht ganz so gut wie auf der anderen Seite. So, Pfeiler 28, besser als nichts. So, du kannst die auch hier herstellen. 11 Stück. Sehr schön. So, ein bisschen Ausdauer haben wir wieder. Ich bräuchte ein Bier. Wir haben Bier. Ich nehme jetzt ein Bier rein. Wir haben definitiv einiges an Bier noch da. Bier. 15. Nutzen. Oh, wir geizen hier, nicht? So. Einer mit aufteilen. So, ich brauche Stahlgerüste. 9 Stück auf jeden Fall. Eher mehr. Und Eisen. 5 Stück. Besser als nichts. Goodie. Dann brauchen wir weiterhin Beton. Nochmal 38 hier raus. So, dann haben wir das Bier eingeschmissen. Das werden wir jetzt nutzen, werden hier dementsprechend noch Metall abfarmen. Dann schaue ich mal, dass ich noch mit Beton so viel wie möglich irgendwie verstärken kann. Denn die Pfeiler müssen eigentlich alle verstärkt werden mit Beton, damit die ein bisschen was aushalten. Ich glaube, das mache ich, bevor ich irgendwie was anderes noch mit Beton auskleide, mache ich das dementsprechend so. Und Ressourcensteine müssen wir uns auch irgendwann mal wieder zu Gemüte führen. Gerade um die Munitionherstellung zu machen. Und das alles nach der Horde dann. Die Zeit ist jetzt leider gerade schon um, sehe ich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, in der nächsten Folge ist dann nochmal eine Baufolge. Und dann hoffen wir mal, dass wir bis zur Horde halt fertig sind. Denn die übernächste Folge wird dann die Hordenfolge höchstwahrscheinlich schon werden. Das heißt höchstwahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit sogar. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich noch freuen, wenn ihr mir gefällt, mir da lasst. Oder wenn ihr abonniert, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die.